No se oye. Repetimos. ¡Juglaresas! ¡Juglares! ¡Viva la juglaría! ¡Viva! ¡Que viva muchos años! Invitamos a todos aquellos visitantes internacionales que están entre nosotros. Welcome visitors from abroad. Welcome to this 15th edition of Jewelry in Sahagún. Welcome to everybody and enjoy these festivities. Es decir, disfruten todos los que han venido desde fuera, alemanes, ingleses, franceses, italianos y todas las gentes de todos los mundos más allá del Mediterráneo y más allá del Atlántico. Bienvenidos y comenzamos la 15 edición de Juglaría. Er reitet im tiefen Wald, trinkt Wasser statt kühlem Wein. Wo 7 Meilen vor der Stadt, denkt an die Liebste sein. Er jagt den Hirsch von Berg zu Tal, er treibt ihn vor sich her. Hart fliegt sein heller Eschenspeer, bringt jedes Wild zu Fall. Er trägt die Beute in sein Haus, sein Herz ist freudenvoll. Er setzt sich zum Malen, es wurde finstere Nacht. Da fängt der Hund zu heulen an, schmiegt sich an der Heinrichs Knie. Es tritt ein Trollweib in den Saal, ein graues, grausiges Ding. Breit ihr Leib, bedeckt euch, Dame, Herr Heinrich ruft, nehmt meinen Mantel als Kleid. Die Zähne wie ein Zaun im Moos, die Nase wie ein Baum. Kein Ding auf Erden lass ihr gleicht, es sei denn der Höllengeist. Schafft frisches Fleisch herein, schafft frisches Fleisch herbei. Sagt an, wo gibt es Fleisch im Haus, das euch willkommen sei. So schlachtet euer braunes Ross und bringt es her zu mir. Er schlachtete das braune, das Herz war ihm so schwer. Sie schlang es in ihr Maul hinein, kein Knochen blieb zurück. Mehr Fleisch, Herr Heinrich, mehr Fleisch auf mir herbei. Sag dann, wo gibt es Fleisch im Haus, das euch willkommen sei. So schlachtet euch. Er schlachtete den guten Hund, das Herz war ihm so schwer. Sie schlang ihn in ihr Maul hinein, kein Knochen blieb zurück. Ein Bett, Herr Heinrich, ein Bett schafft mir herbei. Unser Brauch, das sei.
Heidekraut bereitet ein Lager fein. Er breitet seinen Mantel darauf, die Hexe legt sich hinein. Legt ab eure Kleider, Herr Heinrich, und legt euch mir zur Seite. Gott sei der Vorwurf, Herr Heinrich spricht, dass jemals das geschieht. Dass ich mit einem Höllengeist des Nachts mein Lager teile.